Ich bin im Münchner Zoo Hellerbrunn, mitten zwischen Affen, Eisbären und Erdmännchen. Dass Zoogehege Kontinenten zugeordnet sind, ist für uns selbstverständlich. Aber es musste ja erst jemand mal auf die Idee kommen. Der Tierpark Hellerbrunn in München war Vorreiter. Bereits seit 1928 präsentiert er seine Tiere in natürlichen Lebensgemeinschaften. Über 19.000 Tiere gibt es heute in Hellerbrunn. Dank der 360-Grad-Technik könnt ihr den Zoo selbst erkunden. Ihr entscheidet auf meinem Rundgang selbst, was ihr sehen möchtet. Setzt eine VR-Brille auf oder bewegt euer Smartphone. Wenn ihr am PC sitzt, öffnet das Video über Google Chrome und zieht den Bildausschnitt mit der Maus in die Richtung, die ihr anschauen wollt. Auch in der Dschungelwelt leben verschiedene Tiere in Gemeinschaften zusammen. Aber natürlich nur die, die keine Feinde sind. In Hellerbrunn gibt es wilde Tiere und Tiere zum Anfassen. Wie diese beiden Kerlchen hier. Ein Lama, der braun-weiße, und ein Alpaka, das kleine Schwarze. Mehrmals am Tag werden Fütterungen angeboten, wie bei den Pelikanen. Noch mehr Vögel, ebenfalls verschiedener Arten zusammen, gibt's in der begehbaren Großvoliere. Manchmal hat man Glück und kann einen Zweikampf beobachten. Das Urwaldhaus wurde 2001 gebaut. Hier leben Schimpansen, Gorillas und Krokodile. Und wie der Name schon sagt, das Haus wurde wie ein Urwald gestaltet. Und daher muss man ab und zu ein bisschen genauer hinschauen, um die Tiere auch wirklich zu sehen. Dieses Problem hat man bei den vier Dickhäutern Steffi, Pandang, Mangala und Temi nicht. Egal ob Elefant, Nashorn oder Löwe, nirgendwo findet man Gitter. Stattdessen Glas, Mauern oder kleine Wasserläufe, wodurch nicht nur die Tiere zur Geltung kommen, sondern auch die Natur inmitten der Großstadt München. Besonders in der Südamerika-Anlage wird das Prinzip der gemeinsamen Haltung verschiedener Tierarten deutlich. Hier leben Nandus, Wasserschweine und Pampashasen zusammen, wie in der Natur. Wenn ihr also nicht nur Tiere sehen, sondern auch etwas über ihren Lebensraum erfahren wollt, dann seid ihr im Tierpark Hellerbrunn genau richtig.